Hallo und herzlich willkommen bei NordbeuGeagra zu einer neuen Folge hier auf der Appsdorfer Heide, wo wir das Feld fertig gefügt haben, hier die Nummer 1. Und jetzt Feld 2 ist der Drescher ja auch fertig. Wir haben wieder einen neuen Morgen, haben uns ausgeruht. Wir werden jetzt noch mal eben kurz den Drescher abtanken, den Rest. In Silo fahren, den Kram. Dann muss der Drescher vom Feld. Und dann werden wir uns heute mal mit beschäftigen, mit den Plänen, die wir in der letzten Folge schon in den Gedanken hatten. Und zwar werden wir mal gucken, was wir investieren müssen, wenn wir die BGA kaufen, die hier im Ort frei steht. Das heißt, wir müssen dann auch bei der Bank, wir haben einen Kreditrahmen von 500.000 Euro, den wir ausschöpfen könnten. Ob wir damit hinkommen, das ist halt die Frage, ob wir uns das leisten können. So, jetzt fahren wir erstmal hier kurz den Drescher wieder weg. Und lasst gerne den Daumen nach oben da. Lasst auch gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen, wäre sehr cool. So, wir werden erstmal jetzt den Drescher wegfahren. Schneidwerk eben mitnehmen. Klar ist natürlich, wenn wir den Kredit aufnehmen, haben wir natürlich auch mal einen großen Betrag an Zinsen. Ja, das ist eine ganz enge Kiste, wird das. Auf jeden Fall, wir brauchen ja auch nicht nur die BGA, wir brauchen auch noch ein Feld, mindestens erstmal eins überhaupt. Wir müssen dann erstmal mit Grüntechnik starten, weil wir mit Mais, Häcksel, Werkzeug haben wir nichts da. Gras können wir natürlich machen, weil das haben wir schon. Die Technik dafür. So würden wir erstmal starten. Und dann müssen wir weiter gucken. Und wir brauchen natürlich noch irgendwas. Wo wir das Zeug mit einfüllen. Ne? Das ist dann halt der. Okay, das passt mal eben nicht, was wir hier machen. Ein Radlader oder ähnliches brauchen wir. Teleskoplader ist halt ein bisschen zu wenig, weil wir müssen ja auch den Kram verdichten können. So, was wir hier gerade veranstalten, das wird es so nicht hinhauen, was wir machen, was wir hier vorhaben. Anders anfahren hier, so. Gucken wir das Ganze gleich mal eben ab hier. Fahren den Drescher noch mal eben an seinen Platz und dann gehen wir mal eben zum MB-Truck. Gut, heute klappt irgendwie noch gar nichts hier mit dem Einparken, was wir hier vorhaben, so richtig. Wir haben es nicht drauf heute.
Aber so ist das. Das ist die bittere Wahrheit hier. Wir wollen hier nichts rausschneiden hier aus den Videos. So ist es und nicht anders. So. 13.000 haben wir nochmal hier rausgekriegt. Also das passt fast genau mit der Anhängerkapazität. Das können wir ja auch noch mit ins mit einwerfen, was wir hier eingenommen haben. An Ernte. Das heißt, wir haben Weizen und Gerste normalerweise. Die können wir noch mit in den Ring schmeißen. Gucken mal, wie viel das ist. Ja, 25.000 davon und ähnliche Menge an haben wir jetzt auch hier von Gerste. Das heißt irgendwie ja, um gut 50.000 Liter Getreide, die wir, ja, wenn es gut läuft, 400er Preise, kriegen wir vielleicht 20.000 Euro damit einnehmen. Ist natürlich auch nicht viel, aber besser als nichts, ne? Wir sind ja zum Glück Kredit, also schuldenfrei. Das heißt, wir könnten Schulden aufnehmen. Wir haben ein Kreditlimit, das wir verfügen können, zum Glück. So, jetzt werden wir uns mal eben dahin begeben zu der BGA, die hier hinten ist, und gucken uns die jetzt mal überhaupt an. So, wir haben ein paar Hallen hier, wir haben eine Tankstelle hier, gut, wir haben Fahrsilos, große Fahrsilos hier. Die werden wir natürlich überhaupt noch gar nicht nutzen, sage ich mal, von der Menge her. Aber wir könnten auch jedes, erst mal am Anfang, ein kleines Feld haben wir, wie das hier zum Beispiel. Und dann ein Feld rein abdecken und dann los und uns langsam steigern. Waage haben wir auch hier alles. Ja, also Gelände gefällt, das passt. Ist jetzt auch nicht so, ja, vom Hof. Schon ein bisschen weg, aber das macht ja noch nicht unbedingt was. Dann wir gehen mal kurz hier gucken. Wir leihen uns das Geld mal. Schöpfen das voll aus. Wir könnten sogar noch mehr ausleihen. Wir machen erstmal eine 500.000. Weil irgendwo die nachher 3.000 Euro Zinsen am Tag, das ist dann ja auch nicht so einfach zurückzuzahlen. Von daher, so. Das heißt, wir kaufen jetzt das Gelände. Das kostet uns schon mal 347.000. Dann brauchen wir noch irgendein Feld. Am besten hier die 59, hätte ich so gedacht, das Grasfeld. Wäre natürlich auch cool, wenn das schon erntereif ist. Das ist es. Also wir könnten dann auch loslegen, wenn wir wollen. Das kaufen wir auch. Kostet natürlich 131.000, ne? Also ist natürlich auch teuer. Und jetzt bräuchten wir noch, wir sind jetzt ungefähr noch, ja, 20.000 haben wir jetzt noch von der Kreditsumme über. Und wir bräuchten jetzt eigentlich noch einen Radlader. Und wenn es erstmal ein kleiner ist.
Aber der kostet auch schon 114.500. Das heißt, wohl oder übel, leihen wir uns nochmal 100.000 Euro, weil ein bisschen Flüssiggeld brauchen wir auch. Und werden uns dann den Radlader kaufen. Wir müssen jetzt ja eh zum Shop fahren, weil wir uns einen größeren Traktor auch noch leihen müssen, mal eben den Schlepper, großen Schlepper ausleihen, weil unser MB-Traktor die Premos nicht sieht. Die Maschine haben wir, damit wir die Strohpellets hier vom Felder holen. Das steht auch noch auf dem Programm. Das heißt, wir fahren mal eben zum Shop. Radlader. So, wir sind angekommen hier. Also den Betrag lassen wir hier stehen. Erstmal kaufen wir uns jetzt den Radlader, dann nehmen wir uns erstmal diesen kleinen hier, den Torion, den kleinen. Der muss dann erstmal reichen. Zwillingsbereifung. Wäre natürlich eine Maßnahme für die BGA, ne? Gerade bei dem, was wir da hinten haben. Und Platz haben wir da ja nicht auch. Das machen wir auch so. Den kaufen wir. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Schaufel für den Radlader. Da gibt es eine 3000er. Und die reicht uns ja auch. So, dann sind wir ungefähr wieder bei dem Betrag, den wir vorher auch hatten. Haben uns halt jetzt nur 600.000 Euro ausgedient. Und die müssen wir erstmal wieder rein investieren. Das wird nicht so einfach, Freunde. Das wird nicht einfach. Da müssen wir ganz schön dran knabbern. So, wir fahren ihn mal zur BGA. Wir brauchen uns ja nicht darum kümmern, dass wir hier geblitzt werden. Dazu ist er einfach zu langsam. Schön vorne mit Zwillingsbereifung, damit wir ein bisschen auch verdichten können mit dem Teil. Gucken wir mal auf die Karte, weil ich muss ich jetzt eigentlich hier lang fahren, da kann ich jetzt auch, ich kann jetzt auf der Straße eigentlich so drauf bleiben, genau, gut. Wir brauchen nicht zum Hof abzubiegen jetzt, wir müssen ja hier außen rumfahren.
jetzt automatisch in die Linksbogen in die Ortschaft nachher rein. Jo. Heute bauen wir des öfteren Unfälle. Wir haben natürlich eine breite, natürlich sehr breite Idee. Das sollte man sich auch bedenken, wenn wir fahren. Also, wo fahre ich jetzt eigentlich lang? Das ist schon wieder falsch, ne? Wir müssen eigentlich wieder irgendwie rechts um jetzt hier, wenn wir kommen. Jetzt fahren wir mal am Feldrand irgendwie lang vielleicht. Wir fahren mal hier durchs Feld, hat ja wohl keiner gesehen. Kommen wir wieder zu dem Pferdehof oder was? Das ist ein Holzverkauf ist hier auch noch. Okay. Und das ist dann hier unsere Wiese. Die gehört uns. Da können wir vielleicht auch ein bisschen was rausholen. Und damit dann die erst das erste Mal die BGA befüllen. Das wird schon ganz gut passen, glaube ich. Das hier ist also unsere Wiese. Hier ist dann die BGA. Hier fahren wir dann mal eben rum. BGA Ebsdorf, jetzt in unserem Besitz. Zwar auf Pump, aber egal. So, wenn wir hier rüberfahren, die Waage, funktioniert die? 10 Tonnen soll das Ding hier wiegen, okay. Kann schon sein. So, dann würden wir jetzt mal das kleine Ding hier füllen und dann ist gut und passt. Radar, das stellen wir erstmal hier hin. So, jetzt brauchen wir einen starken Schlepper, den wir uns wieder ausleihen. Großtraktor mit über 400 PS irgendwas brauchen wir. Irgendwas, was das kann. Zum Beispiel mal so ein T-Holland hier. Können wir mal austesten. Das kostet natürlich auch 16.000 Euro, immer den zu mieten, ne? Das ist natürlich schon ziemlich krass. Aber was sollen wir machen? Müssen wir mal gucken, dass wir uns irgendwann auch noch gar noch mal einen größeren Schlepper leisten können. Aber, Sammelwagen brauchen wir auch noch, ne? Na Leute, das wird alles ziemlich kritisch. Aber was sollen wir machen? So, wir fahren zum Hof. BGA haben wir geholt. Wir müssen jetzt
Pellets machen, und zwar Strohpellets. Ich denke mal, wir haben dann auch erstmal genug Pellets, dann wenn wir die Kühe werden sich nicht so schnell vermehren. Die 6, die wir hier haben, die paar. Und dann werden wir dann das nächste Mal hier was anderes mal pflanzen, dass wir mehr Ertrag haben oder mehr Einnahmen haben. Mal zwischendurch, so die Primus ist ja hier, ne? So, das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.